Wenn es um das Schreiben am Computer geht, dann bin ich ja eigentlich ausgewiesener Citavi-Fan. Wenn man wissenschaftliche Hausarbeiten, wenn man Texte im universitären Kontext verfassen muss, wenn man einen Weg sucht mit einer Fülle von wissenschaftlicher Literatur vernünftig umzugehen, wenn man ein Wissensmanagementsystem sucht, bei dem man Zitate aus wissenschaftlichen Texten geordnet ablegen kann, dann sind das alles Anliegen, denen Citavi wohl wunderbar gerecht wird und wo Citavi eindeutige Stärken ausspielen kann. Wenn man allerdings ein Programm sucht, mit dem man einfach ganz alltäglich einfach drauf losschreiben kann, wenn man Texte verfassen will, die vielleicht nicht unbedingt immer wissenschaftlich sind, wenn man vielleicht ein Programm sucht, das einen dabei unterstützt, besser schreiben zu lernen, dann ist Citavi vielleicht nicht das Mittel der Wahl, aber es gibt im Internet einige Alternativen, um auch dann am Computer schreiben zu können. Und ich dachte mir, wir könnten uns heute mal eine dieser Alternativen anschauen. Das ist The Journal 5. The Journal, ich hatte mir das vor einigen Jahren mal installiert, habe es dann wieder vergessen und jetzt letzte Woche wiedergefunden und dachte mir, wir könnten einfach mal gemeinsam einen Blick drauf werfen. The Journal 5 besteht aus unterschiedlichen Kategorien. Das Programm weist unterschiedliche Kategorien auf. Die sieht man hier am Rand. Das sind also Programmteile. Wie ihr seht, sind wir gerade in dem Programmteil Daily Journal, also Tagebuch. Und das Daily Journal, das Tagebuch, zeichnet sich dadurch aus, dass ich Einträge hier dem jeweiligen Datum zuordnen lassen. Heute ist also der 14. Juni und wie ihr seht, hat, wenn ich da drauf klicke, The Journal bereits einen leeren Eintrag erstellt. Das ist einfach ein leeres Textfeld, in dem ich Text eingeben kann. Und ich kann hier auch einfache Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, wie das Erstellen von Bullet Point Listen oder von nummerierten Listen. Das kennt ihr aus jeder What You See is What You Get Textverarbeitung. Und man kann hier auch bei Bedarf Bilder einfügen und so weiter. Das sehen wir später noch. Das ist eigentlich alles intuitiv hier, wie man mit diesem Feld umgeht. Ihr seht, ich habe jetzt hier für den 12. Juni, da ist ein Eintrag und hier seht ihr dann auch gleich, wie das aussehen kann, wenn Bilder in so einem Journaleintrag eingefügt werden. Das übrigens ist ein Eintrag in dem Tagebuch, den The Journal automatisch erstellt hat, als ich am 12. Juni das Programm installiert habe. The Journal kommt immer automatisch schon mit solchen informativen Einträgen, die einem einfach den Umgang mit dem Programm erläutern sollen und die den Einstieg leichter machen. Und ja, hier gibt es eigentlich schon weiter fast gar nichts mehr darüber zu sagen, über diese Tagebuchfunktion. Wir haben halt den Kalender und die einzelnen Einträge werden hier dem jeweiligen Datum zugeordnet und ich kann auch rückwirkend Einträge erstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel letzte Woche am 7. Juni irgendwas gehabt habe, dann könnte ich jetzt hier einen Eintrag erstellen und ihr seht, der wird hier auch gleich in dieser Liste erstellt und wenn ich jetzt dann auf das heutige Datum wieder klicke, dann ist mein Eintrag auch schon automatisch hier gespeichert für den 7. Juni und so kann ich einfach ganz leicht Tagebuch führen, für welche Zwecke auch immer. Das funktioniert alles sehr intuitiv. Hier also im Programmteil Tagebuch sind die einzelnen Einträge einem jeweiligen Datum zugeordnet und hier in der zweiten Kategorie, im zweiten Programmteil, dem Notebook, da ist das nicht so. Was ich hier bekomme, ist, wie ihr seht, hier fehlt die Kalenderfunktion. Das ist eine lose Blattsammlung, wo ich beliebig viele Dokumente erstellen kann. Durch Drück auf die Funktionstaste F9 kann ich einen neuen Eintrag
anlegen und ich kann diesem neuen Eintrag auch weitere Einträge zuordnen. Durch Funktionstaste F10 bekomme ich einen Untereintrag und der wird dann dieser gerade eben erstellten Kategorie untergeordnet. Ich kann hier also eine Art von Texthierarchie entwickeln und die kann ich auch stets anpassen. Wenn ich also feststelle, dass mir dieser Untereintrag an der Stelle, an der er jetzt steht, nicht gefällt, dann kann ich ihn einfach per Drag and Drop dahin ziehen, wo ich ihn haben möchte. Ich kann also die Textstruktur hier doch sehr komfortabel und dynamisch variieren. Ich kann auch einzelne Einträge hier wieder rauslöschen natürlich. Auch da muss ich sagen, ist The Journal 5 extrem intuitiv. Jetzt hatte ich am Anfang erwähnt, dass The Journal einem vielleicht auch dabei helfen kann, besser schreiben zu lernen. Wenn man schreiben möchte, aber nicht unbedingt weiß, was man schreiben soll, da hat The Journal 5 jetzt eine ganz entscheidende Stärke, die es mitbringt, und das sind diese Templates, die wir hier sehen. Templates, wenn man das Programm installiert hat, man bekommt auch hier wieder erst so einen Eintrag, der einem erklärt, was sind Templates und wie füge ich sie in mein Journal ein. Und ein weiterer Beitrag erklärt mir, wie ich meine eigenen Templates erstellen kann. Und dann habe ich hier auch schon eine Liste von Templates, die ihr hier seht. Und wir schauen uns einfach mal an, bevor wir hier auf die Feinheiten eingehen, wie wir Templates tatsächlich verwenden. Also wir sagen, wir möchten jetzt was schreiben, aber ich habe keine Ahnung, was ich schreiben will. Ich weiß nur, ich habe jetzt Lust, irgendwas zu schreiben. Dann könnte ich sagen, wenn ich in The Journal arbeite, einfügen, ein Template einfügen, hier einen Writing Prompt, einen Schreibanlass also. Wenn ich das mache, dann bekomme ich hier einen Prose Prompt jetzt. Set yourself a word limit. This can be used as a daily writing experience. First, test yourself to see how many words you can write before you start to feel stretched. This is your comfort zone. Write in your comfort zone each day for a week or two. Then experiment by increasing your word limits incrementally. Conversely, play with creating short stories where you confine your writing to fewer words, for example 50 to 100. As an example, write 125 words using I noticed you as your starter. Ich bekomme hier also einen Kontext, innerhalb dessen ich schreiben kann. Also ich bekomme eine Anweisung, was ich jetzt gerade mal schreiben könnte. Und hier kann ich dann jetzt auch gleich loslegen mit dem Schreiben. Wenn ich jetzt sage, der Schreibanlass passt mir jetzt eigentlich nicht so gut, der gefällt mir nicht, obwohl ich ihn ehrlich gesagt gerade ziemlich gut fand, könnte ich einfach nochmal das gleiche machen, was ich eben gemacht habe. Ich gehe über Insert Templates und Writing Prompt und dann bekomme ich einen neuen Prompt und das ist jetzt ein Journaling Prompt. Write about what you wish you had time for or had more time to do. Und so weiter. Das ist also wieder ein neuer Schreibanlass und einfach zur Illustration mache ich das Ganze jetzt nochmal, Writing Prompt, und ihr seht, das ist nochmal neuer, Prose Prompt, write a short story using Small Town Hero as your title or beginning. Und das kann ich quasi beliebig oft hier machen und ich bekomme jedes Mal, wenn ich einen neuen Schreibanlass einfüge, einen neuen Schreibanlass geliefert. Und da kann ich dann einfach drauf losschreiben. Und das kann ich entweder hier in dieser Notebook-Section machen oder ich kann das auch natürlich in meinem Daily Journal machen. Wenn ich jetzt heute am 14. Juni gerne schreiben würde, aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll, dann nehme ich mein Tagebuch her, habe meine weiße Seite und hole mir da einfach ein Writing Prompt. Ein Journaling Prompt habe ich jetzt hier. Write about things people collect or accumulate. Consider how the collection can be referenced as a person's history. Ja, warum nicht? So, wenn wir uns angucken, wo kommt das denn eigentlich her, wo kommen diese Schreibanlässe her, dann müssen wir nochmal hier auf den Programmteil Templates schauen. Und wenn wir hier unter Writing Prompts nachgucken,
dann sehen wir hier die verschiedenen Kategorien von Writing Prompts, die mit dem Programm mitgeliefert werden. Das sind einmal Journaling Prompts, also wie man ein Schreibjournal führen kann, Poetry Prompts zum Verfassen von Poesie, Prompts für das Verfassen von Prosa und sogenannte Free Writing Prompts. Das sind so Schreibanlässe wie vielleicht dieser hier. Write for 20 minutes using the following prompt. My life is made up of seconds. Punkt, Punkt, Punkt. Also man bekommt immer einen kleinen Schreibanlass, einen kleinen Trigger, einen kleinen so eine Idee und über die soll man dann 20 Minuten lang einfach frei schreiben, ohne sich Gedanken zu machen, was dabei rauskommt, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Und es muss nicht wissenschaftlich sein, es ist nur wichtig, dass man 20 Minuten lang schreibt, und das ist eine wichtige Erfahrung, gerade wenn man auch im universitären Kontext regelmäßig Texte produzieren sollte, dann kann das sehr hilfreich sein. Und was ich vielleicht noch zeigen kann, ist, es gibt auch Prompts, die ein bisschen eine andere Form haben. Wenn ich jetzt ein Template mal einfüge, zum Beispiel wie das jenes hier, das seht ihr, das ist eine Tabellenform. Rate each area of your life on a scale from 1 to 10. Und was hier entsteht, ist quasi eine Liste, wo ich hier immer einen Fließtext hier reinschreiben kann, aber nicht muss. Das heißt, solche Schreibanlässe sehen doch auch immer wieder anders aus in the journal und dadurch kommt einiges an Abwechslung rein. So, jetzt habe ich noch 3 Minuten hier für diesen Screencast und da zeige ich euch noch eine letzte Möglichkeit, wie man The Journal verwenden kann. Ich kann jetzt hier zum Beispiel meine eigene neue Kategorie anlegen, die nenne ich jetzt mal This. Ich kann mich entscheiden, ob das eine Kalenderkategorie sein soll oder eine lose Blattsammlung. Also auch hier wieder, entweder es sieht so aus wie das Tagebuch oder wie das Notebook. Ich entscheide mich mal hier für das Notebook und ich bekomme hier eine neue Kategorie, This. Könnte jetzt hier vielleicht sagen, ich möchte hier meine Dissertation bearbeiten und könnte dann dazu sagen, ich habe hier einmal meine Forschungsfragen, die möchte ich hier sammeln, außerdem, und dann klicke ich wieder, drücke ich wieder F9 und dann muss ich mir Gedanken machen über die Datensammlung und dann muss ich mir noch Gedanken machen, sagen wir mal, ich mache Leitfaden-Interviews, so, und dann vielleicht mache ich noch Mahara-Einträge und da brauche ich eine Subkategorie für, ich mache da jetzt mal einen Text, der heißt, sagen wir mal, Lernen auf allen Ebenen. Was das jetzt bedeutet, ist ja alles egal. Ich mache hier einfach mal so eine Kategorie, eine Systematik hier, ihr versteht, worauf ich hinaus will, und hier könnte ich jetzt zum Beispiel einfach mal anfangen, einen Text zu schreiben. So. Und dann kann ich hier wieder die Hierarchien anpassen, wie ich das möchte. Per Drag and Drop geht irgendwie gerade, ja doch, geht. So kann ich mir das so hinbiegen, wie ich das möchte. Und könnte hier also anfangen, meinen wissenschaftlichen Text erstmal auf diese Ebene zu schreiben. Wenn ich dann mit The Journal gut klarkomme, kann also mein Text, statt in Word zu entstehen, auch hier in The Journal geschrieben werden. Ja, so viel mal in a nutshell zu The Journal, würde ich sagen. Das Programm ist eigentlich doch recht interessant, gerade eben durch die Möglichkeiten, die es bietet, wenn man alltäglich schreiben möchte, wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, aber einfach, wenn man schreiben möchte und lernen möchte zu schreiben, dann glaube ich, ist The Journal auf jeden Fall einen Blick wert. Leider ist es keine Freeware, kostet ein paar Dollars, aber so viel ist es jetzt auch nicht, wenn man es regelmäßig nutzen kann, wenn man sich vorstellen kann, damit zu arbeiten, dann hat das bestimmt auch so seine Berechtigung, das Programm. Es gibt auf jeden Fall eine 40-Tage-Testversion, die man sich runterladen kann. Googelt einfach mal nach The Journal 5, probiert es mal aus und vielleicht ist es ja was für euch.